Hallo liebe Leute, ich bin Kari von Easy German. Und ich bin Anja von Learn German with Anja. Wir sind heute zusammen und machen ein Video über den sächsischen Dialekt. Denn wir beide kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Ich komme aus Münster in Nordrhein-Westfalen und Anja kommt aus der Nähe von Dresden in Sachsen. Genau. Und normalerweise seht ihr mich auf meinem Kanal Hochdeutsch sprechen. Aber eigentlich sprechen die Menschen dort, wo ich herkomme, Sächsisch. Und das wollen wir euch heute in diesem Video zeigen. Los geht's. Na, dann machen wir mal los. Zwei Kaffee bitte. Zwei Kaffee bitte. Wir laufen nach Hause. Wir laufen heim. Wollen wir Fußball gucken, Anja? Wollen wir Fußball gucken, Gori? Nichts ist besser als ein richtiges Leberwurstbrot. Nichts ist besser als eine richtige Leberwurstbämme. Ich tunke meinen Kuchen gerne in den Kaffee. Ich ditsch gern den Kuchen in den Kaffee. Ring, ring. Ja? Na? Ich hab nichts verstanden. Ich hab nichts verstanden. Das glaube ich nicht. Na, das glaub ich gleich. Ich auch nicht. Ich auch ne. Ich gehe eben einkaufen. Ich gehe da mal einkaufen. Das Leben ist hart. Das Leben ist harte. Du hast schöne Augen. Du hast aber schöne Augen. Mach deine Augen auf. Mach doch mal deine Augen auf. Ich gehe zum Metzger. Ich gehe zum Fleischer. Sei doch mal ruhig. Halt da mal die Küche. Gleich wird's ernst. Ich mach gleich ein bisschen mit. Schrei mich nicht so an. Ich bin doch nicht schwerhörig. Bleib mich doch nicht so an. Ich bin doch nicht schwerhörig. Jetzt sei doch nicht so beleidigt. Jetzt tu doch mal nicht so rumdeckschen. Ich sehe es. Ich sehe es. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig. Zwei Kaffee und eine Leberwurstbämme bitte. Was wollen Sie? Bleib mich nicht so an, ich bin doch nicht schwerhörig. Was möchten Sie denn? Mach doch mal die Augen auf. Zwei Kaffee und eine Leberwurstbämme. Also ich verstehe gar nichts. Können Sie auch Deutsch sprechen? Hä? Ich spreche doch Deutsch. Also ich habe jetzt Kaffee verstanden. Hier ist schon mal ein Kaffee. Okay, dann nehm ich halt einen Kuchen zum Reinditschen. Zum was? Na, Reinditschen. So, reinditschen. Guck mal. Reinditschen. Das war unser Video zum Thema sächsischer Dialekt. Und zu unserem letzten Dialektvideo haben wir ganz viele Kommentare bekommen von besorgten Deutschlernern, die Angst hatten, dass sie jetzt vielleicht einen Dialekt lernen müssen, um überhaupt in Deutschland verstanden zu werden. Da wollen wir euch beruhigen. Ja, also macht euch bloß keine Sorgen, ihr könnt nach Deutschland kommen. Die meisten oder alle Deutschen sprechen Hochdeutsch. Und ja, die Dialekte werden nur regional gesprochen. Und wir haben viel Spaß damit. Jetzt könnt ihr noch unbedingt Anjas Kanal abonnieren. Diesen Link findet ihr hier ganz rechts. Und ihr könnt natürlich Easy German abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Ja, danke schön. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder bei Anja auf dem Kanal. Ja, genau. Tschüss. Ciao.